Moin moin Leute und willkommen zurück zu Jurassic World Evolution. Die Futterstation hier wurde gerade aufgefüllt und ja, ich hoffe, dass das mit dem Brüten hier funktioniert, dass das nicht zum Aussondern ist und hoffe natürlich dann auf die zwei Sterne zu kommen. Und ich könnte jetzt mal direkt hier noch einen Auftrag annehmen und ich muss auf jeden Fall hier Wissenschaft höher kriegen und natürlich Sicherheit. Das mache ich aber mal zuerst. Es gäbe da einen Auftrag, über den Sie nachdenken sollten. Ja, mache ich doch. Ranger Team 1. Fahrzeuglenker. Wenn das nicht das Foto ist, was ich brauche, dann weiß ich schon, wie ich es bekomme. Dann weiß ich schon, wie ich es... Ich gehe nämlich, wenn der Ceratosaurus ausgebrütet ist, dann kann ich da reinfahren, dass er mich bemerkt. Und dann sprintet er ja. Aber... Oh, starker Schnappschuss. Da hatte ich doch nochmal Glück. Nicht oft. Gut, dann hatte ich auch das direkt wieder erledigt. Wunderbar. Sie wissen, wie man Probleme löst. Das ist eine wertvolle Eigenschaft. Vor allem hier in der Gegend. Ach, kann ich ja noch gar nicht. Dann kann ich direkt den nächsten Auftrag annehmen. Ach, da ging auch Wissenschaft mit hoch. Wunderbar. Aufträge annehmen. Oh. Ach, da kriege ich auch nochmal 250.000. Fragen die Gäste und was sagt... Die sind gleich geblieben. Ja, gut. Das ist noch ein bisschen geringer. Spielerhalle. Es wäre ja schon mies, die Spielerhalle direkt neben die Bar zu bauen. Wäre richtig mies. Aber ich baue auch erstmal noch keine. Junge, Junge, hier ist ja voller Verkehr. Ah, wie sieht's aus? 67. Das sind so die kritischen Gebiete, wo die meistens zum Aussondern sind. War ja meistens so. Um die 60, 70 bis 80. Der Stromverbrauch ist hoffentlich gleich geblieben. Ja, genau, die 9. Das sieht alles gut aus. Und ich habe noch nie eine Insel so groß verwendet wie hier. Und dann mache ich mich bald daran, die, das Expeditionszentrum zu bauen. Natürlich mache ich mir hier vorher noch Strom. Und dann geht's los. Ach, da muss ich noch ein bisschen warten. Das sieht alles gut aus. Vielleicht schafft er es, auf die Welt zu kommen. Ja, gehen schon die ersten. Ja. Und du kannst raus. So, so, so. Und jetzt muss ich den erstmal im Auge behalten. Wie sieht's aus? Auf los! Wow, ich hab's direkt hinbekommen. Iha. Er ist top zufrieden. Schön. Und direkt den zweiten hinterher. Diese Musik, die klingt so düster. Da fällt mir gerade noch was ein. Habe ich das noch? So, als nächstes dann den neuen Strom wegen der Erfolgsrate. Das zieht jetzt auch nochmal 2. Da müsste jetzt noch 7 stehen. Genau. Ja. Schön. Oh Moment, was ist denn hier? Achso, das sah gerade so aus, als wäre es in der Erde drin.
Wow, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Schön. Das war mir jetzt gerade gar nicht aufgefallen. Waren sie eine Inselbewertung von 2 Sternen. Und ich kann... Ups, da habe ich aus Versehen rausgeklickt. Und ich kann direkt noch einen neuen Auftrag annehmen. Aufträge, neuen anfordern. Was brauche ich denn hier jetzt am meisten? Wissenschaft. Ich habe ein Angebot erhalten, das der Wissenschaftsabteilung und auch Ihnen definitiv weiterhelfen wird. Das müsste die Nummer 1 sein, wenn er das schon mitzählt. Und dann kommen hier noch... 2, 3 Velociraptoren rein. Und die vertragen sich ja ganz gut. Es ist nur eine Frage, wie sieht's mit dem T-Rex aus? Geringe Vielfalt noch. Vielfaltschafe 70. Hm, 9 von 10, das andere müsste auch in dem Bereich liegen, da oben. Ja, und frisch. Und wie sieht's hier unten aus? Wow, die sind erheblich kleine, die Reserven. Deswegen muss ich da auf jeden Fall noch eine bauen. Wir erledigen das Unwahrscheinliche und Sie das Unmögliche. So. Danke. Ach ja, direkt nochmal Geld bekommen. Wunderbar. Du bist bei 62. Was wollte ich? Ach genau, ich wollte Strom bauen. Ja, Gewinn müsste jetzt auch wieder höher gehen. Oh ja, der geht erheblich höher. Wie sieht's mit einem Auftrag auf? Genau. Aus. Noch ein bisschen warten. 423.000. Ich will ihn endlich brüten. Freilassen. Hat er irgendwie was? Na gut. Ich kann bauen. So, das kommt auch wieder hier neben. Das funktioniert ja so noch ganz gut. Den Platz. So, leicht in die Korbe legen. Und einen Weg. Dieses Mal den richtigen. Das ist der richtige. So. Nächsten Bäuch gegenüber. Oh ja. So. Genau, der zählt schon mit, der Dinosaurier. Das ist soweit gut. Oder hier, ich glaube, das mache ich jetzt mal. Jetzt, wo ich auf mein Geld warte, kann ich hier doch so ein bisschen mal frei machen. Dass es ein bisschen gemütlicher ist, hier lang zu laufen. Und dann... Ah ja, 145. Und dann kann ich ja auch mal gucken... Warum ist denn hier so ein einsamer Baum eigentlich? Ah ja, gut. Und dann kann ich mal gucken, wegen der Einschienenbahn, wie das aussieht. Okay. Moment. Ah, okay. Hier kann ich gar nicht mit verbinden. Hat sich, was das betrifft, schon erledigt. Und ich muss ehrlich sagen, so... Will ich das... drüber bauen? Das finde ich so ein bisschen bedrückend, wie so... Ja, wie soll ich sagen? Unter einer New Yorker Brücke, so, was sage ich mal.
Wobei, so dick ist das ja gar nicht. Könnte halt schon cool aussehen, wenn du jetzt gerade neu in den Park kommst und dann einfach mal so ein Zug darüber fährt. Ich mach's. Dann geht das hier lang, so ein bisschen übers Gehege. So. Moment. Das gefällt mir ja gar nicht. Wobei. Oder? Ach, das ist schwierig. Das wollte ich gar nicht so. Komm, da bleibt mir nichts anderes übrig. Aber jetzt komme ich endlich mal dazu, diese Bahn zu bauen, die ich die ganze Zeit schon bauen wollte, schon beim letzten Mal. Mist. Mist. Das wird jetzt ein bisschen Feingefühl hier. So, nochmal. So. Ich will es echt ungerne. Aber ich kann es einfach. Ich mach's einfach mal so, dann ist das für die Dinos einfach mal ein Tor oder sowas. Das hier so. Ich glaube, ich gebe gerade voll viel Geld aus, wobei das geht ja sogar noch. Ich habe schon eine Idee. Baue ich hier so rüber. So, und hier kommt der Bahnhof hin. Irgendwie. Ich glaube, ich sollte den vielleicht zuerst bauen und direkt an den Weg verbinden. Könnte ich auch hier hinbauen. Das wäre vielleicht ganz cool. Direkt hier unten. Ich kümmere mich mal gerade erstmal um den Dinosaurier. Das ist besser. Ach, ich kann den auch direkt hier dran verbinden. Transportteams. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Das ist ein Montosaurus. So, Gäste nochmal. Stets ein Vergnügen, mit Ihnen zu arbeiten. Ich mach's mal. Oh, ich bin bei 11. Okay, da gibt's noch was zu tun. Ah. Sieht auch ganz lustig aus hier. Ganz listig. Ich glaube, ich baue das hier hin. Da muss ich erstmal die ganzen Bäume entfernen. Und den Strom umschalten, quasi. Produkt unterwegs. Okay, schwierig. Komm, das muss auch gehen. Okay, komm, wird's eng. Das heißt, ich gehe noch mal ab hier oben. So. Moment. Jetzt wie beim Autorennen. Eine große Kurve nehmen, damit es später schön schnell gerade wird. Mach's genau andersrum. Versuch's mal so. Naja, das gefällt mir überhaupt nicht. Da müsst ihr jetzt durch. Also nochmal. Mach die Kurve mal hier eng. Versuch's einfach nochmal.
So ist das denn hier verbaut. Und wieso geht das hier so runter? Ach ja, gut, das kann man machen. Ah, jetzt gefällt mir das da nicht. Aha, das ist ganz schön eng hier unten. Ich hätte nicht gedacht, dass es so zu bauen wird. Also jetzt erstmal ein wenig planen. Ich will es ungefähr hier hinbauen. Genau hier hinbauen. Ja. Das heißt, ich muss über das drüber gehen. Was wiederum heißt, hier kommt nochmal ein Stück davon. Und jetzt gehe ich mal. Ah. So. Dann machen wir das ausnahmsweise mal so ein bisschen übers Gehege drüber. Ups. Scheiße. Hoffentlich geht das. Natürlich wieder nicht. Oh nein. Mach hin. Sollen ja nicht auf blöde Ideen kommen. So. Jetzt nochmal, aber richtig. Wenn da jetzt wieder was steht von Korbe zu hängen, dann weiß ich auch nicht mehr. Aha. Aha. Gott sei Dank. Junge, Junge! Weil ich wollte das nämlich ein bisschen hiermit verbinden. Wobei, das will ja nicht so ganz. Mach ich mal so ein. Ja, das sieht doch ganz schön aus. Ups. Ja. Ach so. Nee, ich will keine Deko. Was denn, wenn ich das. Ah, nicht ganz so stark. So kann man das auch machen. Und es ist fertig. Hier, das kann ich doch. Hä? Was war das denn? Hier, das kann ich doch. Genau. Und endlich ist das hier mal fertig. Wobei, das ist ja jetzt nicht die Welt. Kann ja auch ein Stein sein oder sowas. Wer weiß, ob Dinos überhaupt hochgucken. Aber das sähe ganz schön aus. Ja. Doch, das kann man so lassen. Oh, ich hab. Boah, was? Ich hab über eine Million. Genau, das. Oh, Moment. Ja, gut, ich brauch doch noch kein neues. Noch kein nice. Jetzt kommen die zwei Raptoren. Ich stand gerade was mit glücklich. 50. Geringe Vielfalt. Ja, ich hoffe, das ändert sich bald. Boah, fast 2000 Gäste. Das ist jetzt natürlich rapide angestiegen. Ich glaube, ich brauche hier schon das dritte. Ja. Da steht es auch. Ja. Dritte. Das könnte vielleicht hier hin. Aber ich glaube, das passt. Ne, das wird nicht passen. Was passt dann hier hin? Dann kommen wir da. Genau, das ist ganz cool. 750.000. Achso, drei Dinosaurier, genau, die sind ja jetzt gerade dabei. Oh, da kommt schon die erste Bahn. Wahrscheinlich nutzen es jetzt gerade, ah, wobei. Ne, es werden die Gäste benutzen. Ui, ich muss mich mal kurz strecken.
So. Ah, wer kommt da raus? Gäste. Hallo. Warte, ihr seid jetzt für drei Gäste hier runter? Okay. Ich würde aber sagen, bevor ich ein neues Hotel baue, will ich noch was für die Gäste machen, dass sie da auch hinkommen. Weil das ist ja schon ein bisschen uncool. Wobei. Ich weiß ja nicht. Oh Mist, jetzt schläft gerade mein Fuß ein. Ah. Ich denke mir gerade so, wenn ich das hier hinbaue, dann ist das ja richtig mies mit dem Tor, wenn da einer rausrennen sollte, realistisch gesehen. Deswegen will ich das hier hinbauen. Das mache ich auch. Das ist ja, was ich meinte. Ich spiele das schon gerne so ganz realistisch. Das macht halt, finde ich, mehr Spaß. Machen wir wieder diesen schönen geschlängelten Gang. Der Strom braucht es 3, das ist ja nichts. Gut. 66 und 65. Oh, ich habe die 500.000 schon. Fehlen noch 250, dann hat sich das. Was sagen die Vorräte? 1 und 3. Oh nein. Egal, ist nicht so teuer. Bin zur Futterstation und kann unterwegs. Ich gebrauchen. Irgendwann. Hä? Achso, ich habe mich verklickt. Hier mache ich natürlich dasselbe. Jetzt, wo ich noch den Strom habe. 600.000. Trotz meinen Ausgaben gerade. Ich hoffe, wenn die Vielfalt größer... Oh, Moment. Habe ich das überhaupt schon gemacht? Oh Mann. Zurück zu dem, was ich sagen wollte. Ich habe es aber vergessen. Toll. Ich glaube, wenn die Vielfalt größer ist, dann geht das auch mit den Sternen ein bisschen besser hoch. Ich wollte Ihnen sagen, wie dankbar ich für alles bin, was Sie für die Wissenschaftsabteilung getan haben. Also, vielen Dank. Ja. Gerne. Die 800.000, ich will jetzt nur gucken, wie das mit denen aussieht. Was läuft denn hier? Ihr habt euch vorher vertragen, jetzt fangt nicht an, hier Krieg zu führen. Ja, ist in Panik. Ich sag mal so, für ihn ist es besser, dass er in Panik ist. Und was sagen die Gäste? Ups. Oh ja, da sind einige drin. Und jetzt kommen die auch hier runter, schön. Dann kommt auch die nächste Bahn, das gucken wir uns gleich mal an. Was hast du für ein Problem? Du hast doch Wald. Mehr als genug. Ah, warten wir mal ab. Der fährt einfach mal querfeldein. Der steht auf Rallye. Und hier kommen auch mal ein paar mehr Gäste raus. Hoffe ich. Und hier reingucken. Das ist auf jeden Fall die Treppe. Aber was ist das da? Achso, das ist Beleuchtung. Cool. Wobei, so viele kommen noch nicht. Die meisten gehen wohl zu Fuß. Sie können uns dabei helfen. Ja, komm, nein, euch. Sollten. Wo ist er jetzt? Oh nein, oder? Du willst mich doch echt auf den Arm nehmen. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wahrscheinlich wegen dem Größenunterschied. Deswegen funktioniert das auch. Jedenfalls bin ich... Was zur Hölle? Wow, wow. Bin ich ja schon fast. Bin nur 5000. Krass. Ich dachte, das wäre jetzt ein größeres Ziel. Weil ich ja vorhin noch bei 97.000 war. Als vor den Dinos. So, das Hotel hier so hin. Nee, das will ich nicht. Ich will es hierhin haben. Und ein bisschen zurück. So. Mit Weg.
Ah, das ist doch schön. Wobei, das stimmt was nicht. Ah, toll. Das war gar nicht wegen mir. Das war schon vorher so gebaut. Gut. Was sagt denn mein Strom? Wahrscheinlich so um die 40. Ja, 40. 46. Ups, gut. Stimmt, fällt mir mal gerade ein. Ich habe gar nicht mehr gespeichert. Speichern. Okay. Okay. So. Und das nächste Hotel steht soweit. Oh, oh, Teufelszahl an Geld. Was wir nicht kontrollieren können und was wir bei diesen Kreaturen akzeptieren müssen. Manche haben einen Jagdtrieb. Ja. Das sieht schlecht aus. Wenn ich schon diese Meldung nennt. Habe ich jetzt, dass er versucht auszubrechen, weil das Essen vor ihm nicht wegrennt. Einfach mal abwarten, ich habe gespeichert, aber er dreht um, gut. Wie viel kostet einer? Okay, ich brauche 800.000. 3,5 Sterne bis jetzt. Geringe 4, warum immer noch? Naja. Aber ist ganz cool, du bist hier im Hotel, dann gehst du hier rüber und dann kannst du direkt runterfahren. Früh morgens ein paar Fleischfresser besichtigen. Wie man die Gäste überhaupt hier drin? Ah, sind das Spiegelungen? Ja, ne? Und ein paar Gäste vielleicht. So 2D-Grafik, oder? Wer zu sagen? Schwer zu sagen. Das könnt nur ihr sagen, wenn ihr jetzt auf Pause drückt an der Stelle. Vielleicht. Wieso ist er die ganze Zeit in Panik? Aber Geborgenheit ist gut. Ah, gut. Der streift nur noch umher. Schön. Ach, 800.000 habe ich. Moment, 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 Moment. Das war ja nur grob geschätzt. So, 880, also jetzt, genau. Gut. Dann nimmt die Bevölkerung hier zu. Achso, das ist der Ausgang. Ankunftsort 1, genau. Ich frage mich, ob man 2 bauen kann. Das wäre ja auch interessant. Oder 2 haben kann. Toter Dinosaurier, wo? Bitte nicht da. Gut, das sind nämlich die ganz teuren. Wieder ein Edmontosaurus. Nehmen mal an, die sterben jetzt wegen der Lebenserwartung. 218. Ja, ja. Jetzt gehe ich wieder runter von der 220. Bis diese hier kommen. Oh nein, oder? Gäste. Ach, Gehege. Okay, das lohnt sich hier weniger. Produkt wird transportiert. Aber das hier lohnt sich. Und ist weit genug weg vom... Vom Tor. Bau das hier hin, dann können die nämlich von hier so und dann hier so. Ja. Wobei ich könnte auch 2 Wege mal bauen. So,
sollte vielleicht so bauen und dann so. Ja, das gefällt mir auch gut. Auch mal was anderes. Habe ich denn da freigeschaltet? Achso, wahrscheinlich, weil es hier fertig ist. Gut, da brauche ich noch ein bisschen Geld. Wir sind aber jetzt erstmal am Ende einer Folge und wie immer bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen. Hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss und bis zum nächsten Mal.